Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, Leute, gerade noch ein Schokoding gegessen. Und jetzt schon in der Aufnahme. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen schnell. Also, so schnell hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die Runde beginnt. Aber, okay, gut. Willkommen mit dir hier zurück zu einer neuen Runde von GTR Online. Mit dem wunderschönen Verwandlungsrennen. Und die Verwandlungsrennen gibt es wieder doppeltes AP. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, scheiß drauf. Ich mache das wieder alleine, weil ich gerade früh aufnehme und die Leute, mit denen ich aufnehme, theoretisch in der Schule sind. Und ich bin nicht alleine und spreche mit keinem. Leider. Aber wie gesagt, das ist alles kein Problem. Hier gibt doppeltes Geld und wir haben bestimmt unseren Spaß wieder. Ich werde GTA jetzt nicht schneiden. Ich werde einfach die ganze Zeit so weiterreden wie ein bekloppter Idiot. Nein, Spaß beiseite. Ich werde hier trotzdem jetzt nicht weiter schneiden. Ich habe nämlich, was vor. Und ich könnte nicht immer erzählen. Es ist ja bald Weihnachten und Weihnachten ist ja immer so, yo, es könnte ja was Besonderes passieren oder kommen. Und ich habe so ewig schon versprochen, dass ich mal was koche, was backe oder sonst was. Und ich werde jetzt einfach mich hinsetzen zu Weihnachten und einfach mal was backen. Und zwar werde ich ein Candy backen. Ah, nein, vorsichtig, du Idiot. Mist. Ganz klar. Ich werde einfach Plätzchen backen. Ich werde zu jedem Advent werde ich eine andere Plätzchenart machen. So ist mein Plan, sagen wir es mal so weit. Was nun draus wird. Gut, sagen wir mal lieber nicht dazu. Ich bin kein Backkünstler, ich bin kein Kochkünstler, ich bin. Ja, ich glaube, das sagt alles. Und deswegen, ich werde wohl. Ich werde das ganz gerne machen. Oh ja. So. Gestartet so schnell wie es geht. Ja, wo fliegt kleiner Vogel, fliegt im Wind. Oh ja, ich bin so offen. Eigentlich müsste ich mal wieder morgen in aufnehmen, um mit Leuten aufzunehmen, aber die Lust und Zeit ist nicht mehr da, großartig, weil es gibt viele Leute, die mit denen könnte ich aufnehmen, aber mit denen macht es einfach keinen Spaß mehr, sagen wir es mal so. Ich habe damals mit so vielen Leuten aufgenommen und alles mögliche, aber die Lust und Laune dann. Am meisten hat es damals Spaß gemacht mit Raccoons dabei, muss man wirklich sagen, Minecraft, das war die beste Zeit meines fucking Lives auf YouTube. Ich muss erstmal kurz hier ausmachen. So, danke. Das war wirklich die beste Zeit. Und wenn man die Zeit zurückholen könnte, würde ich das sofort machen. Ich würde mir für Kunst am besten jetzt gleich wieder Minecraft aufnehmen, so wie damals. Oh, nice. Speedboat. Und ich bin aber auch, muss ich auch gleich dazu sagen, Weihnachten bin ich mal wieder nicht da. Deswegen wird es eine lange Zeit der Vorproduktion mal wieder sein. Ich habe aber andere Games nächstes Jahr schon. Dieses Jahresmenü müsste ich auch noch machen. Das kann ja nur gut werden. Also es sind noch viele Sachen. Ich wollte eigentlich, das bin ich schon seit vielen Jahren, ein bestimmtes Video machen, aber ja, beziehungsweise 12 bestimmte Videos, aber ja, gut, daraus wird es irgendwie jedes Jahr nichts. Das kotzt mir teilweise an, aber okay, naja. Eigentlich möchte ich da bestimmte Sachen machen. Das machen bestimmt schon viele, aber deswegen lasse ich das backen. Das sind 4 Videos, 4 Kochvideos, beziehungsweise 4 Backvideos. Welche Kekse ich natürlich backe, weiß ich nicht. Falls irgendjemand diesen Part guckt und weiß, was ich backen kann, dann gerne. Es wird ein normal Plätzchen, dann gibt es Heidelsandplätzchen, dann gibt es gefärbte Plätzchen und was gibt es denn sonst noch? Ich weiß es nicht. Und vor allem auch immer wieder, das sage ich euch jedes Mal, in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für ein Projekt bei mir sehen möchtet. Weil langsam ist es wirklich so, ich weiß einfach nicht, es macht keinen
richtiges Spaß mehr, was ich gerade eben spiele. Gibt es viele Spiele, da habe ich manchmal keine Lust, manchmal schon extrem viel Bock. Es gibt ein Spiel, das möchte ich ganz, ganz gerne spielen. Und zwar ist das Sims. Aber da gibt es wieder 3 Millionen DLCs und das heißt, es wird sehr, sehr teuer. Vielleicht kommt das bald, vielleicht aber auch nicht. Muss ich mal schauen. Aber wie sonst rede ich ja viel in den Parts, was soll ich bringen? Einer hat mir zum Beispiel geschrieben, ey, yo, bring doch mal Rollercoaster, War Tycoon oder, ja, jedenfalls dieses andere Achterbahn Freizeitaufbauspiel, nicht Rollercoaster Tycoon, sondern Tycoon World, was ich jetzt so spiele, weil es ist ja veraltet. So. Klar, es ist ein bisschen veraltet, aber man muss mal so sehen, ich bin einer, der macht das nicht für Geld hier auf YouTube, ich mache das aus Spaß und möchte keine 300.000 Euro nur für Games ausbringen, um irgendwelchen Ruhm zu bekommen. Ich mache das einfach nur aus Spaß und Laune. Damals hatte ich ja ein Ziel gehabt, das Ziel habe ich eigentlich fast verloren, weil was soll man machen, wenn man keine Leute erreicht? Ja, oder Geld einstecken bringt das auch nicht, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin schon dabei, eben Sims zu überlegen. Battlefield fällt mir auch gerade ein, können wir nochmal wieder nehmen. Da könnte man am besten mal zu zweit oder zu dritt oder sonst wie viel sein. Das waren ja damals die Battlefield-Folgen, das war ja ultramäßig hammer geil gewesen. Die haben auch extrem viel Spaß gemacht, die waren extrem geil gewesen. Aber ja, Battlefield ist eben auch nicht mehr so das, was es damals für mich war. Muss man schon sagen. Mhm. Klar, ich bin. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Battlefield. Vielleicht wird ja da was kommen. Muss ich mal schauen. Vielleicht erstmal eine Folge alleine so oder zum Einzocken wieder. Aber ich glaube, mir hat das Passwort gefehlt oder so. Muss ich mal gucken. Oh, guck mal, wie ich hier vorbeirase. Take it slow, Mr. E.S. Cross the
dann, die rufen jedes Mal, wenn ich zocke, das ist irgendwie, das war damals schon krass gewesen und es ist jetzt wieder krass. Viele, viele neue Rennen. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganz Part gewonnen hat, gibt dann oben wenn ich einen Daumen unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wird oder auch nicht. Und nächstes Mal sehen wir, welche Runde es kommt. Und dann, ciao, ciao!